Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Und es ist so, ich habe gerade richtig gute Laune. Denn erstens bin ich krank, aber Show must go on. Müssen Videos gemacht werden. Und zweitens ist, nachdem ich die letzte Folge gerade so aufgenommen habe, schön abmoderiert habe, ist mir aufgefallen. Dein Aufnahmeprogramm hat nicht funktioniert. So, das heißt, ich habe jetzt die letzte Folge einfach nur Selbstgespräche mit mir geführt, ohne irgendwie einen Nutzen daraus zu ziehen. Und die letzte Folge war so geil. Also, ich erkläre euch, was passiert ist. Wir sind auf dieses Schiff geklettert, ja, auf die Endurance, weil wir ja unseren Technikerfreund hier holen wollten, ja. Wir kamen hier an, haben uns durchgeschlagen. Im Prinzip, das Einzige, was passiert ist, wir haben den Kunden getroffen und sind wieder raus. Fakt ist, dieser Kunde war eingeklemmt in einem Raum, unter einem Rohr, Bein zertrümmert, was auch immer, und wir kamen so an. Und er so, ich schaff's hier nicht raus. Nein, nimm die Werkzeuge. Nimm die Werkzeuge und geh, Lara. Komm, ich sterbe für die Mission. Und sie so, nein, ich lasse dich nicht zurück. Also doch, wann kann ein Depp wie ich schon mal ein Held sein? Und dann ist sie rausgegangen und was hat er ihr gegeben? Was für Werkzeug hat er ihr gegeben? Ein fucking Schlitzschraubenzieher und ein fucking Maulschlüssel, ja, ein Schraubenschlüssel. Ein Schlitzschraubenzieher und ein Schraubenschlüssel. Wir haben da drüben ein Boot, da ist hundertprozentig eine Werkzeugkiste drin, da ist das drin. Da sind 5 Schraubenzieher und 10 Schraubenschlüssel, aber nein. Ohne Spaß. Ein Schraubenzieher und ein Schraubenschlüssel. Dafür hat er sich umgebracht. Ah! Und wetten, nachher kommt sie an und meint, fuck, er hat mir den 13er gegeben und nicht den 15er. Scheiße. Ach ja, und was wir noch gefunden haben, wir müssen jetzt nicht mehr so nervig klettern, wir haben noch so eine geile, dieses Gerät hier, diese Maschinen Seilklemmen, irgendwas, Antrieb. Damit können wir jetzt schön schnell da hoch und runter fahren. Hoppala. Fuck me. Ohne Spaß, ich krieg's so derbe, das Kotzen, ne? In dem Moment, wo ich gesehen habe, dass die Aufnahme nicht funktioniert hat, wollte ich mir... Alter, nicht dein Ernst, gell? Okay, können wir nicht schnell reisen, leck mich. Oh man, jetzt können wir das Ding da aber runterziehen. Da wir jetzt die Seilklemme haben, können wir nämlich damit auch schwere Dinge ziehen. So hier. Feldbericht der Expedition. Die monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht, die diese Insel im Griff haben. In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste haben wir das Grab eines wichtigen Generals aus der Kamakura-Periode gefunden. Dieser Fund ist das fehlende Puzzleteil. Damit werden wir endlich die Kontrolle über die Stürme übernehmen. Die Arbeit in den Ruinen hat die Oni alarmiert. Sie sind wütend. Wir müssen zum Kloster, zur Ritualkammer. Dort wird über Erfolg oder Scheitern entschieden. Mhm. Anscheinend ist es nicht so gut gelaufen, sonst hätten wir die ganzen Probleme jetzt nicht. Aber... Ruinen in der alten Basis. Kontrolle über die Stürme. Ich brauche Antworten. Ach, jetzt... Aber ich sehe jetzt gerade unten den kleinen grünen Kreis in der Ecke und jetzt läuft die Aufnahme. Ach ja. Eine Folge weniger, die ich rendern und hochladen muss. Toll. Ey, ich bin vorhin fast ausgerastet, als ich gesehen habe, dass das... Ey, nee, gell. Oh, dass dich einfach mal so dieses Aufnahmeprogramm nicht funktioniert, ist... Hä? Wo müssen wir lang? Da, einfach geradeaus. Ja, es scheint nämlich draußen übel die Sonne. Ich habe meine Folgen schon zugezogen, aber es blendet immer noch ganz... relativ toll. Und ja. Deswegen so dunkle Hintergründe und dunkle Dinge auf dem Bildschirm sehe ich nicht ganz so gut.
reicht auch. Ja, ich kann irgendwelche Blumenflecken reichen. Blumenfrüchte meine ich. So. Oh, ich dachte schon, ich fall runter. Lauf schneller, Lara. Und schneide den Kopf am Stacheldraht auf. Das war eben so ein richtiger Fuck My Life-Moment, gell? Wo ich am Ende der Aufnahme festgestellt habe, dass sie nicht funktioniert hat. Gott, dieses. Ah, das sind einfach solche Aggressionen, die man dann entwickelt, ja. Das verteilt sich dann auf den ganzen Tag, solche. Solche Wut! Solcher Hass. Strand mit Schiffswrack. So. Jetzt können wir wenigstens ein bisschen Zerstörung machen. Ich mach Zerstörung. Schwör. Ich mach voll Zerstörung. Hä, hey, wie kommen die dir her? F. Haben die Helme auf? Ja oder nein? Wir haben die Gasmaske auf! Ha! LOL! In den Fluss! Alter, das ist wie wenn man beim Basketball einfach den Korb trifft. Einfach nur ein geiles Gefühl. Oh Gott! Das ist wie wenn man beim Basketball, der Basketball ist? Ja. Okay. Ich weiß nicht, was es uns jetzt bringt, hier oben zu sein, aber wir können's. Jo, Lara. Mach mir nicht so eine Angst. Geil. Aber wir mussten hier lang. Ich glaube, wir mussten da lang. Ah ja, okay. Das war alles so geplant. Ich wusste das. Ich wusste das doch. Also Leute, hat irgendwer für einen Moment gedacht, dass ich das nicht wusste. Hier, hier, da sieht das. Für sowas stirbt der. Wir hörten die Explosion und dachten. Alex. Er war noch auf dem Schiff. Ja. Aber immerhin habe ich Schraubenzieher mitgebracht. Meine Fresse. Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Mayf. Dann komm mir besser nicht zu nah. Wir essen jetzt, ja? Die blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Mhm. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut den See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Mathias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles, was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. Ja. 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 Ja.
Ja. So, na Glück haben wir unseren Indianerhäuptling dabei. Der uns immer unterstützt. So. Ja. Wie gesagt, ich bin noch krank. Oh, da machen wir einfach das Ding auf. Und dann putzen wir schnell mal in das. Gut, die 5 Sekunden hängen mal auch hinten dran. Ich verspreche es. Eine Munitionskiste, das war's. Ach nein, da geht's noch nach unten. Ist das wieder ein Grab? Ist das ein Grab? Ich sehe halt nichts. Ich glaube, ich mache mal ganz kurz. Warte mal, ist das Spiel? Nee. Grafikoptionen. So, ich muss es leider jetzt mal ein bisschen heller stellen, weil ich sonst einfach nichts mehr sehe. Und es ist ein Grab. Es ist einfach problematisch, weil wirklich, wie gesagt, die Vorhänge sind zu, aber es ist so fucking hell hier drin. Sieht gar nicht mal so hell aus, aber es blendet halt wie Sau. Deswegen muss ich das irgendwie verhindern. So, mal gucken, was uns hier wieder erwartet. Fisch. Fisch. Ich mag Fisch. Gollum. Und auf den Tisch kommt heute ein Fisch. So saftig süß. Tempel der Dienstmädchen. Das ist meine Kammer. So, wo müssen wir hin? Diese Kammer überfordert mich gerade einfach schon wieder richtig, richtig hart. Weil ich weiß schon mal nicht, wo wir hin müssen. Wir gucken, also wir fangen einfach mal an und drehen mal das erstbeste Ding, was wir sehen. Okay, was passiert, wenn ich das drehe? Dann macht's das. Die Boje fährt da unten drunter durch. Wo fährt sie hin? Nach da. Okay. Das heißt, jetzt können wir da ranspringen. Wir haben zu spät gezogen, oder? Ja. Ah, ich verstehe es. Eigentlich relativ simpel, das Ding, glaube ich. Wir müssen einfach nur immer rechtzeitig das machen, was da... Das war schon fast richtig. Die Boje schwimmt nämlich im Kreis. Also pass auf. Wir kommen das hoch. Die Boje geht unten durch. So, jetzt sind wir hier hoch. Da. Während sie das Ding hier umdreht. Müssen wir da drüber springen. Dann den Bogen nehmen und das Ding hier ziehen. So. Und die Boje schwimmt dann damit rum. Ja. Und dann springen wir hier ab und... Jawohl. So ist das. Mit Boje läuft's. Wahrscheinlich lagern sie hier Nahrungsmittel. Zack. Und die große goldene Loot-Truhe ist für uns. Nimm alles. Nimm alles. Der Dienstmädchen. Jo. Fähigkeitspunkt. So, Methode, essen Sie Kletterkünste durch eine Fortbewegung und Schutzschild vermeiden. Sie
Das ist für uns. Das ist für mich gut. Ich bin so ein Depp wie ich. Für mich ist es gut, wenn das ein bisschen mehr, wenn er ein bisschen mehr aushält beim Runterfallen. Mehr Schaden. Schrapnelle. Oder ein Schalldämpfer. Schwierig. Was kostet das? 500. Das kostet 400. Das. Ach, ich habe keine Ahnung, Mann. Ja, komm, wir nehmen das. Schalldämpfer sind gut. Wir sind Sneaky Beaky. Snilski Bilski. Wie konnte man damit jetzt. Fuck, das war falsch. Womit konnte man da nochmal. Ah, Y, genau. Ja. Okay, we are going to do this. Und wir haben nicht mehr viel Munition. The munition, the ammo is nearly gone. Warum guckst du immer so nach links? Der nackte Männer oder was? I don't see the reason. Wie viel Seil sie vor allem dabei hat, das ist unglaublich. Es hängt nirgendwo ein Seil an dran. Aber sie kann Seile verschießen wie keine zweite. Ja. Ah ja, Karte aktualisiert. Wir wollen nicht. Wir wollen das, die Story spielen und das looten, was auf unserem Weg ist und nicht alles. Wir sind nicht solche. Im Let's Play solche 100% Geschichten, das ist. Complicated. Wo muss ich hin? Da. In diese Richtung. Ah ja. In diese Richtung geht es weiter. Und ich würde aber mal sagen, dass wir da unten jetzt die Folge beenden. Bevor jetzt noch weitere große Sequenzen kommen. Wir machen die Tür hier noch auf. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Bei der lieben Lara. Haut rein. Tschüss. Und diesmal hat die Folge funktioniert.